und lasst die Anwälte ekelhaft verhandeln bis zum letzten Punkt. Ach, fuck. Was soll ich denn dazu sagen? Porsche Cayman S-Jung. Ah, bei so einem Typen würde ich mich nicht melden. Was hast du? Oh, geil! Ich weiß ja nicht, welches Gefühl du hast, wenn du durch Social Media scrollst, aber ich habe auf der einen Seite dieses Positive und man bleibt ja hängen und man denkt, boah, cool, wieder so ein toller Tipp. Und gleichzeitig aber auch auf der anderen Seite manchmal so dieses Fremdschämgefühl. Was war das, was ich mir jetzt da wieder angesehen habe? Und genau das machen wir jetzt in diesem Video. Heute geht es ums Thema Business Advices und Tipps von und für Selbstständigen. Ob das so gute Tipps sind, ob das so gute Inhalte sind, die du dir ansehen solltest, genau da schauen wir jetzt mal gemeinsam rein. Ich bin tatsächlich gar nicht vorbereitet. Der liebe Alexander hat mir eine Liste zusammengestellt. Vielen Dank, Alex, dafür. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam rein, was da alles so drin auftaucht und let's go. Okay, also schauen wir uns das erste Video an. Wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, wenn du sie in einem Satz sagen kannst, dann handelst du. Dann ist dein Leben ein einziger Hustle. 17 Stunden am Tag mal lochst du, automatisch, du kriegst automatisch dich gar nicht mehr 17 eingefangen. Stunden. Und dann kommt auch nicht so eine Delle, dann weißt du, das ist es. Und ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, das ist das Allergrößte im Leben. Also, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, das war gerade so in meinen Anfang 20ern und auch kurz davor, ich habe ja mit 18 die erste Selbstständigkeit gegründet, ich habe auch kein Ende gefunden. Also gerade so in den Nächten, wo andere feiern gegangen sind, hatte ich richtig Bock, noch ins Büro zu fahren und durchzuhasseln, aber wie sagt er das? Wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, wenn du sie in einem Satz sagen kannst, dann handelst du. Also ich glaube, ich konnte meine Leidenschaft noch nicht in einem Satz sagen, das nicht. Aber ich konnte auf jeden Fall sagen, woran ich Freude habe. Also, dass ich Bock hatte, Internetseiten zu programmieren, mich mit dem Online-Marketing auseinanderzusetzen. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, grundsätzlich, das ist ein Thema, wenn man wirklich Bock hat auf etwas, wenn man Spaß an seiner Arbeit hat und vielleicht gar nicht so eine Leidenschaft, sondern so eine Berufung gefunden hat, wo man sagt, da möchte ich hustlen, da möchte ich weiterkommen, dann rücken auch so Themen wie Geld verdienen erstmal in den Hintergrund. Das kommt natürlich dann auch mit dazu, aber hier würde ich das erstmal unterschreiben und sagen, das passt, das ist eine gute Aussage. Die 17 Stunden würde ich auf Dauer mal ein bisschen hinterfragen, das ist nicht für jeden gesund. Und sollte natürlich auch irgendwann gedreht werden. Aber das finde ich ist ein gutes Video. Nächstes Video. Wie finden Sie die idealen Mitarbeiter? Hire attitude, not skills. Stelle Leute ein, die die Einstellung haben, nicht die Leute, die es schon können. Und ich weiß, die meisten denken, es ist anders. Wir müssen jemanden finden, der es schon kann. Nee, nee, wir müssen jemanden finden, der riecht, der will. Du bist ein gutes Beispiel, Alex. Also man muss tatsächlich, finde ich, also ist bei uns auch so, wenn wir Leute einstellen, da muss nicht auf dem Papier genau die Historie das belegen, was er jetzt bei uns auch zu tun hat, dass er das schon irgendwo mit Auszeichnung gemacht hat, sondern ich muss erstens den Eindruck haben, dass die Persönlichkeit passt, dass die Werte passen und dass die Attitude und die Skills auch zu dem passen, wo ich mir die Rolle und die Aufgaben vorstelle. Also das finde ich erstmal ganz grundsätzlich eine gute Aussage, aber das Video geht noch weiter. Und die siehst du. Die siehst du auf der Party, die siehst du in der Disco, die siehst du an der Uni, die siehst du auf der Straße, du siehst, wenn jemand brennt. Wenn du so jemanden kennenlernst, verwickel ihn in ein Gespräch, stell eine kluge Frage, zum Beispiel, was begeistert dich gerade? Und wenn dann kommt, ja, gerade immer mal ja nichts, ne? Leben ist so, Deckel drauf. Hat man richtig oft, ne? Hey, wie geht's dir? Ja, muss ja. Bei uns im Siegerland sagt man immer, muss ja. Hat keinen Sinn. Und wenn dann jemand sagt, boah, ja, ich bin gerade total begeistert vom Kitesurfen, was, wo ich jetzt gar nichts mit anfangen kann, aber der erzählt einfach und auf einmal fängt dich das, dann denke ich, boah, die Begeisterung, die bei mir in der Firma, super, das ist es doch. Das muss man natürlich dann auch adaptieren auf das, wo es für einen interessant ist. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, hey, der redet irgendwie von Kitesurfen, ist ja sein Beispiel. Wenn mir jetzt jemand erzählt, boah, ich fahre so gerne Skateboard und von morgens bis abends und dabei trinke ich mit meinen Jungs noch irgendwie eine Cola-Bier oder so. Ah, dann hat er zwar eine Begeisterung, aber die Frage ist natürlich, inwieweit kann er das verwirklichen bei mir im Unternehmen. Aber grundsätzlich die Aussage über Begeisterung zu sagen oder über das, ne, Berufung, Begeisterung, Leidenschaft, jemand hat irgendwie Motivation intrinsisch eben auch so ein Feuer einfach, das aufzugreifen und auch verwandeln zu können. Und da geht es ja dann eigentlich eher darum, schaffst du es auch als Unternehmer und als Chef in dem Fall, als Führungskraft, die Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dass derjenige sich auch in einem Job genauso fühlen kann und weiterentwickeln kann. Oder kommt er in ein Zahnrad und macht dann irgendwas und dann irgendwann ist er auch da quasi so tilt. Also grundsätzlich aber eine gute Aussage. Das ist das große Geheimnis von Multimillionären und Milliardären. Die nehmen Geld und Zeit
zu gewinnen, um ihre wertvolle Zeit, die sie machen, mit größeren EPAs und einkommensproduktive Aktivitäten zu machen. Ganz radikal zu sein und sagen, hey, das kann jemand anders machen, der günstiger ist. Und ich mache das, um noch mehr zu machen. Also ich weiß, was er sagen will, aber jemand anderes, der günstiger ist, das sind natürlich auch alles so Formulierungen. Da muss man, glaube ich, so ein bisschen, gerade wenn man das auch in der Öffentlichkeit raushaut, in der Art und Weise, wie man etwas sagt, mal ein Stück weit hinterfragen. Was hier am Anfang meiner Meinung nach gar nicht passt, ist zu sagen, okay, ich verstehe die Selbstständigen nicht, die immer noch jeden Scheiß selber machen. So kriegst du keine Skalierung hin. Stell dir mal vor, du verdienst 8.000 Euro im Monat. Und dann beschäftigst du dich noch damit, ein Angebot zu erstellen. Jetzt habe ich es verstanden, das Angebot quasi als Papier zu erstellen. Ja, im besten Fall hast du sogar Systeme, die das noch automatischer auch quasi dir abnehmen als eine Sekretärin, die jetzt ein Angebot hier händisch in der Form erstellen muss. Auch da sind wir mittlerweile in einem Zeitalter ein Stück weit fortgeschrittener. Grundsätzlich bin ich bei dem, was er sagt, aber in der Formulierung muss man immer so ein Stück weit aufpassen, weil wenn ich sage, hey, Herr Müller, machen Sie mal bitte die und die Aufgabe, weil Sie sind günstiger als ich und das veröffentliche ich auch noch online. Ach, schwierig. Okay, schauen wir uns das nächste Video an. Business-Tipp, also hat jetzt so mit Business oder Marketing eigentlich nichts zu tun, aber... Aber du leitest es so ein? So einfache Dinge in deinem Leben, wie zum Beispiel kein Leitungswasser mehr zu trinken, keine Shampoos oder Zahnpastas mit irgendwelchen Chemikalien zu benutzen, das wird dein Leben einfach so upgraden. What? Alleine schon, wenn du beim Kunden bist und einfach eine reinere Haut hast, das klingt jetzt banal, aber das hat mir so viel mehr Confidence gegeben und... Ich muss mal kurz Pause machen. Wenn ich keine Zahnpasta benutze, kein Shampoo benutze und kein Leitungswasser mehr trinke, dann habe ich eine höhere Confidence und kriege auch ein Upgrade bei meinen Kunden. Wir werden einfach so verblödet, dass wir denken, wir müssen diese ganze Scheiße konsumieren. Und es mag sein... Okay, er hat Shampoo konsumiert. Jetzt checke ich, was das Problem ist. Wenn du jetzt irgendwo in der Schweiz auf dem Berg bist, dass da dein Leitungswasser passt, aber in der Regel, schau wirklich, dass du diese Verschwörungstheorien, die man da auf Social Media sieht, mittlerweile ernst nimmst, weil das sind keine Verschwörungen und wir werden einfach verpestet und wenn wir einfach auch physikalisch Schadstoffe aus unserem Körper lassen, können wir einfach auch im Geschäft besser performen. Also keine Ahnung, wer das ist und was da hier alles zusammenbraut, im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich glaube schon, dass man Shampoo verwenden kann. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass man Wasser trinken kann, auch aus in vielen Regionen Leitungswasser trinken kann. Wir haben natürlich in Deutschland auch in manchen Regionen, und da gebe ich ihm recht, es fühlt sich komisch an, das zu sagen, aber da gebe ich ihm recht, dass wir in manchen Regionen einfach Probleme mit dem Leitungswasser haben. In Frankfurt offensichtlich ganz schön viele Koksrückstände festgestellt worden sogar. Aber dann daraus resultierend zu sagen, ich bekomme mehr Confidence auch bei Kunden und dass man Verschwörungstheorien ernst nehmen soll, aber damit widerspricht er sich ja selber, damit ist es ja eine Verschwörungstheorie. Also er müsste eigentlich sagen, dass man diese Theorien einfach mal hinterfragen sollte, dass man vielleicht dann irgendwie sich da weiterbildet oder weiter informiert über gewisse Themen. Wie gesagt, da bin ich dabei, wenn man das Thema Leitungswasser nimmt, da gibt es Regionen, da sollte man es hinterfragen, da sollte man sich dessen bewusst sein, aber wir zum Beispiel hier auch wunderbare Regionen, tolle Leitungswasserquellen und Möglichkeiten eben auch das Wasser zu trinken. Ich weiß auch nicht, wen der damit erreichen will. Okay, Jeremy Fragrance. Okay. Du hast gesagt, dass deine Preise für dein Parfum, deine eigene Marke, du hast die Preise einfach erhöht. Weil extrem erhöht, ja. Die werden noch teurer. Aber ohne dass jetzt irgendwie die Produktion, hast du gesagt, 10 Euro, vielleicht ein bisschen mehr. Ist ja bei allen so. Die Leute sind ja nicht dumm. Und die Leute kennen die Produktionspreise. Aber ich sag dir auch was pervers ist. Wenn ich jetzt mein Parfüm für 349 Euro in den Store tue und ich sage dir, Leroy, das kostet 8 Euro in der Produktion. Ich überlege mir aber auch, warte mal, weißt du, was fair wäre? 39 Euro wäre eigentlich auch fair, für 39 Euro zu verkaufen. So habe ich früher gedacht. Und dann hat mir einer beim Grillabend gesagt, ich bin mir mehr wert als ein 39 Euro Parfüm. Ich sag, hä, das ist doch so dumm, das ist doch das gleiche Spiel, Mann. Ich bin zufrieden mit 39 Euro. Und jetzt sage ich dir was, ich verkaufe dieses 349 Euro Parfüm und gib dir Arsch 80% Rabatt, Alter, und du kriegst es für 72 Euro. Und das ist so, boah, geil! Da kann man, also ich kenne das Video auch. Ich weiß nicht, ob ich eine sehr kontroverse Meinung dazu habe, aber, oder polarisierende Meinung.
Mittlerweile ist es ja so, dass die Produktionswerte nicht unbedingt was damit zu tun haben müssen, welchen Wert das Produkt für denjenigen hat, der es anwendet, der es kauft, der es haben will. Und bei Kunst und so verstehen wir das alle, ne? Weil ich da einfach sage, hey, das ist was Einmaliges, das ist was Besonderes. Aber wir haben uns in dieser Konsumgesellschaft in so eine teilweise abstrakte Richtung entwickelt, dass es vollkommen okay ist, zu sagen, ich zahle für eine Jacke, wo das Logo drauf ist, 1500 Euro. Bei der Jacke, die aus der gleichen Produktionsstätte kommt, bin ich aber aufgrund eines anderen Logos nur dafür bereit, maximal 50 Euro in die Hand zu nehmen. Und das hat was mit Identifikation zu tun, das hat was mit Branding zu tun, das hat auch was mit Selbstwertgefühl zu tun. Also habe ich das Gefühl, ich level mich damit ab oder auch nicht. Ich habe aber ein ganz schönes Beispiel. Und zwar, und da habe ich tatsächlich von anderen Business Coaches einiges gelernt, das Thema Stallgeruch. Also selbst wenn ich der Meinung bin, ich brauche das nicht für mich, dass hier ein Logo dran klebt oder dass ich die Uhr aus dem und dem Werk habe, weil ich eigentlich gar nicht mit der Marke mich identifizieren kann, ist es aber so, dass man durch dieses Thema Stallgeruch auch andere, die in einer ähnlichen Phase ihres Lebens sind, in einem ähnlichen Segment unternehmerisch zum Beispiel aktiv sind, erfolgreich sind auf einem gewissen Level, auch anzieht, dass man automatisch quasi sagt, okay, der da hinten, der hat auch eine Rolex an, dann werde ich vielleicht mit dem auch über gewisse Business-Themen sprechen können oder sowas, weil die fällt halt nicht vom Baum, die kriegst du halt nicht, wenn du bei McDonald's arbeitest. Kleiner Spoiler, habe ich auch alles hinter mir. Also von daher, das, was er macht, ist natürlich jetzt für die breite Masse es zu erklären. Er sagt einfach, hey, ich produziere für den Betrag und 8 Euro oder was er da sagt, für 39 Euro kann ich es verkaufen, aber nee, ich erhöhe es noch und das mache ich jetzt sogar noch mit einer Marketingstrategie, nämlich mit einem durchgestrichenen Preis. Es ist eigentlich, hat eigentlich einen Preis von 349 Euro, aber für dich mache ich jetzt einen Rabatt auf 70 Euro. Was ist passiert? Er hat quasi seinen Preis von 39 Euro auf fast 80 Euro verdoppelt und dir sogar noch das Gefühl gegeben, dass du gespart hast und dich noch höher geuplevelt hast, weil es halt eigentlich ein Parfüm für 350 Euro ist. Okay, was ist das jetzt hier? Das ist der beste Weg, um mehr Kunden zu gewinnen. Viele denken, die Lösung lautet, besser verkaufen. Oder sie denken, sie hätten ein Marketingproblem. Das alles ist auch wichtig. Aber Achtung, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass dein Angebot vielleicht einfach das Problem ist? Wenn dein Angebot super ist, musst du dann noch wirklich gutes Marketing beherrschen? Ich meine, nein, nicht unbedingt. Du brauchst Unterstützung bei deinem richtig guten Angebot? Schreib mir und ich schicke dir was. Also Starbucks hat ein geiles Angebot, die haben Kaffee, brauchen die jetzt noch Marketing? Wenn McDonald's Pommes verkauft und die Frittenbude nebenan auch Pommes verkauft, braucht McDonald's dann noch Marketing? Ja klar, also weil da kriege ich halt den super geilen Kaffee in einem tollen Becher mit Sirup und keine Ahnung was und ich bin bereit dafür, mich mit diesem Label für 8 Euro pro Kaffee ablichten zu lassen. Und hey, auf der anderen Seite so ein Kaffee für 3 Euro an der Raststätte, fühlt sich nicht so geil an. Und das ist Marketing. Das ist der Unterschied zwischen dem Angebot, dem Produkt, was sich natürlich auch ein Stück weit verändert. Aber es gibt ja nicht umsonst die ganzen Top-Hersteller, die Barilla-Nudeln oder die Jägermeister-Schnaps-Hersteller oder was auch immer, die auch gleichzeitig die Ja-Produkte herstellen, die günstigen Produkte, die in der Produktion keinen riesen Unterschied machen, weil sie die gleichen Ressourcen verwenden, weil sie in der gleichen, die gleiche Linie durchlaufen oder ähnliches. Aber in der Art und Weise des Marketings, der Positionierung und der Ansprache der Zielgruppe einfach sagen, hey, damit erreiche ich die einen, damit erreiche ich die anderen. Und beides hat nicht nur eine Relevanz, sondern auch eine Berechtigung auf einem Markt. Und das geht tatsächlich mit einem und demselben Angebot, aber einem unterschiedlichen Marketing und natürlich auch Sales. Nächstes Video. Bereits mit 16 habe ich davon geträumt, irgendwann mal so ein Fahrzeug zu fahren. Damals war es für mich unvorstellbar. Ich habe dann gearbeitet als Offizier. Ferrari, Entschuldigung, ist ein Ferrari. Also, warte, nochmal zurück. Ich habe dann gearbeitet als Offizier bei der Bundeswehr, konnte ich mir nichts leisten. Danach als Betriebswirt in einem Großunternehmen, keine Chance, diesen Wagen zu finanzieren. Erst als ich es gelernt habe, in der Kaltakquise erfolgreich zu sein, erst da hatte ich die Möglichkeiten, solch einen Wagen zu kaufen. Und wenn ihr ähnliche Träume habt, dann lernt die Kaltakquise. Folgt mir und ich werde euch zeigen, wie es geht. Ah, bei so einem Typen würde ich mich nicht melden. Porsche Cayman S-Jung. Geil, Mann. Geil, 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 geil.
Also das ist irgendwie, der Sitz in einem roten Ferrari sagt, als Offizier konnte er sich nichts leisten. Also ich glaube, da sind wir noch nicht angelangt, dass man hier pro bono Soldat sein muss in Deutschland. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn man nicht über, also wenn man jetzt nur darüber spricht, ja durch die Kaltakquise, was ist denn das, was dahinter steht? Also welches Angebot, welches Produkt, welcher Anbieter, welche Dienstleistung, konkret beschreibt er denn, wo er dahinter steht, die, mit der er einen Mehrwert schaffen kann und will? Weil wenn es jetzt nur darum geht, hey, die Motivation ist viel Geld und dickes Auto, dann wirst du immer komische Leute anziehen. Du wirst auch komische Sachen machen, weil wenn deine Motivation Geld ist, also natürlich gehört Geld dazu, wir wollen alle Geld verdienen. Also wenn irgendjemand sagt, ich habe keinen Bock, Geld zu verdienen oder zu haben zumindest, kann ich irgendwie nicht so richtig abnehmen. Aber die Frage ist ja, wie komme ich jetzt da dran? Und wenn der Weg dahin einfach nur ist, ich will ganz schnell dahin kommen, dann ist ja alles dazwischen quasi egal. Und das ist kein guter Ansatz, um Geld zu verdienen. Prata. Was ist das für ein Video jetzt hier, Alex? Wenn du Business mit Freunden machst, setzt euch hin, am besten mit Anwälten. Er einen Anwalt, du einen Anwalt. Und lass die Anwälte ekelhaft verhandeln bis zum letzten Punkt. Das hört sich komisch an in einer Freundschaft, wo man das noch nie gemacht hat. Ja. Aber das rettet eure Freundschaft. Denn Menschen vergessen, das ist normal. Ihr macht ein Business zusammen. Wir beide sind Freunde, wir machen ein Business zusammen. Wir lieben uns so, wir haben Respekt voneinander und sagen, hey, lass uns nicht über das Geld reden, das machen wir schon, Bruder, wir sind Brüder, bam, bam. Aber wenn die Millionen kommen und du dir den Arsch aufgerissen hast jeden Tag und ich der war, der immer so, drei Tage nicht rangegangen bin dann doch gekommen, hab ab und zu aber einen guten Move gemacht, so. Du wirst dir denken, Alter, ich hab mir den Arsch aufgerissen, von diesen 10 Millionen stehen mir 7 zu, weil ich kaum da war. Und ich denke mir, aber warte mal, ich habe so 2 schlaue Moves gemacht, die dafür gesorgt haben, dass wir voll gern. Da fängt der Scheiß an. Also was definitiv gemacht werden muss, wenn man freundschaftlich ein Business gründet, wenn man sagt, hey, wir bringen unsere Stärken zusammen und auch unsere Ressourcen. Vielleicht bringt der eine Geld mit, der andere irgendeine besondere Leistung, der andere kennt wiederum irgendwie den einen oder anderen. Dass man von vornherein das klare Commitment hat, also wer jetzt in welcher Form an was partizipiert und auch was daraus bekommen kann. Dass das natürlich in einer Freundschaft oder aus einer Freundschaft herauswachsend eine andere Geschichte ist, als kalt quasi mit jemandem, wo man einfach nur unternehmerisch sich trifft und sagt, hey komm, der bringt irgendwie eine Produktion mit, der bringt irgendwie Geld mit. Das ist mir, sehe ich genauso, definitiv. Aber auch das lässt sich ohne Anwälte lösen, denke ich mal, von vornherein, wenn man erstmal so ein grundsätzliches Commitment schafft. Was aber auch eine große Gefahr birgt, und da habe ich selber auch schon mit Mitte 20 eine ziemlich harte Erfahrung machen müssen, dass wenn der eine sagt, hier, ich mache die Produktion und dann eben denkt derjenige, der den Vertrieb macht, der irgendwo sich aufhält in irgendeinem Netzwerk, auf irgendeinem Treffen, vermeintlich chillig da irgendwie mit einem Kaffee mit irgendwem zusammensitzt, dann sagt, hey, ich habe einen größeren Aufwand, weil du kannst ja den ganzen Tag Kaffee trinken, aber dass derjenige die Produktion auslastet. Und das ist häufig eben so ein Thema, gerade diejenigen, die Vertrieb machen und diejenigen, die die Produktion verantworten oder auch selber operativ arbeiten, dass man das von vornherein eben auch abstecken und klären muss. Weil er spricht aus Erfahrung, habe ich das Gefühl. Also Anwälte, weiß ich nicht, wenn du das so einschätzt, wenn du damit ein gutes Gefühl hast, mit Sicherheit ein guter Ansatz. Aber ich glaube, gerade wenn man auf einer freundschaftlichen Ebene sich trifft, dann kann man das auch so gemeinsam auf dem Papier festlegen. Und man sollte es auch festlegen. Okay, das war jetzt mal ein Reaction-Video von mir. Sag mir gerne mal, wie du es fandest und vor allen Dingen, was du von den einzelnen Tipps auch hältst. Weil gerade das interessiert mich natürlich, wie deine Meinung ist zu diesen einzelnen Geschichten. Der Typ in dem Ferrari, den habe ich immer noch im Kopf. Als Offizier verdient man nichts. Und ja, auch was dir grundsätzlich für Tipps geholfen haben und welche Quellen vielleicht. Vielleicht hast du auch irgendwelche Bücher und entsagst den sozialen Medien komplett, genauso wie dem Leitungswasser und dem Shampoo. Ich würde mal sagen, bis dahin, liebe Grüße, dein Philipp.